Dies ist der 32 Meter hohe Schornstein der alten Ziegelei in Rheinheim. Und das ist Simon Zeller, der ihn sprengen wird. Der Schornstein ist baufällig, droht unkontrolliert einzustürzen. Simon Zeller soll dafür sorgen, dass der Schornstein kontrolliert in die richtige Richtung fällt. Zusammen mit seinen beiden Kollegen trifft er letzte Vorbereitungen für die Sprengung. Die abgelegene Lage der alten Ziegelei macht seine Aufgabe unkompliziert. Na gut, das macht die Sache natürlich einfacher. Dadurch, dass wir hier wenig Publikumsverkehr haben, ist es sicherlich aus der Hinsicht einfacher zu handeln im Bezug auf die Sicherheit und Absperrradien und Ähnlichem. Sind Sie noch nervös vor einer Sprengung? Das kommt noch, ja. So wie man an die Zündmaschine geht, sicherlich. Doch alle Nervosität ist unbegründet. Der Turm hält sich noch ein paar Sekunden wacker aufrecht, dann fällt er um. Große Dinge professionell zu zerstören, das muss doch auch ein wenig Spaß machen. Ja, natürlich hat man Spaß dabei, aber ich denke, das sollte bei jedem Job so sein, dass man morgens gerne auf die Arbeit geht. Und angesichts dieser formvollendeten Sprengung war der Spaß wohl besonders groß.